Willkommen zu einem Video und heute reagieren wir auf den neuen Song oder neues Musikvideo von Cemetery. Es kam jetzt noch ein Musikvideo raus für das neue Album, Mixtape, Bloody Angel. Ja, ich bin natürlich ausgestattet hier mit dem Merch. Wir sind ja hier professionell, also kann ja quasi nichts mehr schief gehen. Ja. In 18 Tagen ist es soweit oder 19 Tagen, ich weiß es gar nicht, gehe ich zu seinem Konzert in Köln. Ich bin unglaublich aufgeregt. Ich freue mich so auf dieses Konzert. Ich bin absolut gehypt. Und ja, jetzt neues Musikvideo. Ich bin gespannt. Wir gehen rein. Let's go. Boah. Der Song ist so krass. Das mit diesem McDonalds-Schild da, das hat man schon auf Instagram gesehen. Der hatte vor 2 Monaten oder so schon Bilder hochgeladen, wo der auf diesem Parkplatz stand. Haben bestimmt ein paar von euch gesehen. Der Song ist halt einfach krass. Was soll ich sagen? Der knallt so rein. Der ist halt aber auch so irgendwie so anders. Der ist irgendwie so Oldschool-Rap-mäßig irgendwie. Weil der so, keine Ahnung, so ein Kopfnicker ist und so. Irgendwie hat so ein Oldschool-Rap-Vibe. Versteht ihr, was ich meine? Ist voll cool. Ich fühl's krass. Ich kann gar nicht viel sagen, weil es ist einfach cool. Das Musikvideo ist unglaublich simpel und überhaupt nichts Besonderes, aber es ist trotzdem cool. Weil das Ganze, wie das aussieht, mit diesen alten Handys gefilmt. Und der ganze Vibe ist einfach cool. Der ist einfach nur cool, da kann man auch nichts anderes sagen. Entweder man checkt diesen ganzen Film oder man checkt es halt nicht. Und wenn man es einmal gecheckt hat, dann checkt man auch, wie cool das ist. Ja, und wenn nicht, dann nicht. Ganz einfach. Kann es denn, dass die Lyrics unten ein bisschen zu hoch sind? Müssen die nicht eigentlich ein Stück noch weiter nach unten gesetzt werden? Also ist normalerweise so. Thank you.
Ist auch ein cooles Outfit, was er da hat, ne? Heftig. Heftig, wirklich. Sehr, sehr krass. Ich denke mal, das war jetzt auch das letzte Musikvideo zu dem Album. Dann ist jetzt wahrscheinlich erstmal Tour angesagt und dann wahrscheinlich ein paar Monate nichts. Hört man nichts von ihm und dann geht's wahrscheinlich los mit der neuen Musik. Vielleicht dieses Warboy Remake, was er mal angekündigt hat auf Twitter. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool, wenn das dann mal noch dieses Jahr rauskommt, ja. Also ich fand das ganze Ding hier, das Musikvideo, sehr cool. Wie hat es dir gefallen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Checkt die Videobeschreibung ab. Wir sehen uns beim nächsten Mal und haut rein.